Boom, liebe Freunde, wie geht es euch? Ich bin seit einer knappen Woche in einer komplett neuen Welt unterwegs und in die muss ich euch jetzt mal mitnehmen. Ich habe nämlich das Gefühl, in Sachen Marketing verändert sich gerade richtig viel und es ist gerade an der Zeit, so ein bisschen über den Tellerrand von Instagram, Facebook, YouTube, Podcast und so weiter hinauszuschauen und sich mal ein weiteres Medium anzugucken, wo der gute Gary Vee sagt, das ist so wie der Moment, als das erste Smartphone rauskam und alle die neue, geilste App programmieren wollten. Es gab den übelsten Run, weil alle wussten, dort liegt die Zukunft. Und das, ihm zufolge, ist auch bei diesem Gerät der Fall. Und das möchte ich euch mal vorstellen. Alexa, schön, dass du da bist. Danke. Ich freue mich, hier zu sein. Ich mich auch. Für jeden, der jetzt sagt, so, was ist los? Der Rob ist ja komplett bescheuert. Was ist das eigentlich? Das ist ein Amazon Echo, genauer gesagt ein Echo Spot. Und das ist aus der Reihe der vier verschiedenen Echo-Geräte, die es bisher gibt. Und das ist quasi das Kistchen drumherum. Das ist erstmal nichts anderes als ein etwas intelligenterer Lautsprecher. Eigentlich gar nicht so besonders. Aber das, was da drin ist, die Stimme, die ihr gerade gehört habt, die sich Alexa. Sie redet immer mit uns, wenn man den Namen laut sagt, nennt, die kann eine ganze Menge. Und zwar, das ist ein Sprachassistent. Ein Sprachassistent ist nichts anderes, als dass ich alleine mit meiner Stimme, ohne Tippen auf ein Smartphone oder Klicks auf eine Tastatur, bestimmte Befehle ausführen lassen kann, die vielfältiger Natur sind. Zum Beispiel, ich kann fragen, Alexa, wie ist das Wetter? In Kreuzberg beträgt die Temperatur momentan 21 Grad Celsius bei überwiegend sonnigem Himmel. Schön. Heute ist mit teilweise Alexa, stopp. Wetter. Das können so simple Sachen sein, kann aber auch noch viel fancier sein. Ich kann hier zum Beispiel drüber Produkte kaufen. Ich kann sagen, ich will eine Pizza bestellt haben, ich will ein Gerät auf Amazon kaufen, ich kann vielfältigsten Scheiß damit machen und das ist gerade mal der Start. Und wie das Ganze funktioniert, ist mit sogenannten Skills. Und Skills ist nichts anderes als quasi wie eine App, die ich installiere und dann kann das Gerät eine neue zusätzliche Fähigkeit. Wie ich darauf gekommen bin, ist durch meinen Buddy Max Elster, mit dem habe ich letzte Woche einen Call gehabt und Max ist sehr, sehr tief in dieser Welt der verschiedenen Voice-Möglichkeiten unterwegs, ist jetzt gerade da auch dabei, mit einem Kumpel ein Startup zu gründen, wo sie Creatoren wie mir und wie euch ermöglichen wollen, mithilfe dieser Voice-Technologie Content zu kreieren und damit ihre Zielgruppe auf eine noch andere Art und Weise zu erreichen, als jetzt nur hier über einen Instagram-Post. Und der Max wusste, okay, der Rob ist immer innovativ unterwegs und der findet immer Dinge spannend. Erzähle ich denn doch einfach mal, was da so möglich ist. Und ich kannte das Gerät schon. Jeder, der regelmäßig auf Amazon einkauft, weiß immer, wenn ich auf die Webseite gehe, ist oben ein fettes Banner, kauf dir jetzt den neuen Amazon Echo Dot und so weiter. Und daher kenne ich das, aber ich habe das bisher in meinem Kopf immer so als ja, Lautsprecher, den man vielleicht auch noch das Wetter abfragen kann, eingestuft und wusste gar nicht, dass ich da auch Content drauf kreieren kann. Und das ist eine Sache, die ist extrem spannend. Denn was ich zum Beispiel machen kann, es gibt die Funktion des Flash Briefings. Und Flash Briefings ist quasi so eine morgendliche Zusammenfassung. Und die Entwicklung geht ganz stark dahin, dass ich, wenn ich morgens aufwache, wenn ich meinen Tag beginne, nachdem ich natürlich von Alexa geweckt wurde, mir so ein bisschen die wichtigsten Infos, die ich heute auf dem Schirm haben muss, von Alexa direkt ansagen kann. Ich kann zum Beispiel, wenn ich das möchte, mir in 100 Sekunden das Wichtigste des Tages in Sachen Nachrichten zusammenfassen lassen. Ich kann mir das Wetter ansagen lassen. Ich kann mir meine Termine im Kalender ansagen lassen. Ich kann, wie gesagt, mit den ganzen Skills, ich kann quasi machen, was ich möchte. Und ich kann mir halt eben auch Content geben lassen. Und das ist spannend, weil wenn quasi jeder in den Tag startet mit einem Alexa, guten Morgen, gib mir mein Flash-Briefing. Hier ist deine tägliche Zusammenfassung. Alexa, stopp. Wollte nur mal kurz demonstrieren. Die Ilja Graschkowitz hat momentan keine neuen Inhalte. Oh. Alexa, stopp. Damit ist
Und das ist krass. Das heißt quasi, ich habe jetzt mal den Ilja Greschkowitz abonniert, weil der so der einzige im deutschsprachigen Bereich unterwegs ist, der überhaupt einen Skill hat, den man folgen kann oder den man aktivieren kann. Aber er hat auch keinen aktuellen Content. Also es gibt im deutschsprachigen Bereich, der Max ist negativ in der Szene und er kennt irgendwie eine Handvoll Leute, die da überhaupt nur mal was angelegt haben, aber eigentlich keiner von denen produziert auf regelmäßiger Basis etwas. Das bedeutet, dieses Gerät wird stellvertretend natürlich für die anderen. Es gibt noch ein Produkt von Google, es gibt ein Produkt von Apple, es gibt ein Produkt von Microsoft, alles diese smarten Lautsprecher unterscheiden sich alle nicht so grob. Und auf diesen Geräten wird es die Möglichkeit geben, dass wir als Creator unsere Zielgruppe direkt im Alltag erreichen können. Und eben nicht am Smartphone mit 730 anderen Leuten, denen sie bei Instagram folgen, konkurrieren, sondern es aktuell einfach noch niemanden gibt. Wir werden quasi Teil der Morgenroutine von Menschen. Und das ist eine Sache, da war ich sofort hellhörig und habe gesagt, Max, erzähl mir mehr davon. Habe mir direkt so ein Gerät bestellt, um es einfach mal in der Praxis auszuprobieren. Und das ist ja für mich so dieses fundamentale Marketingprinzip, Angebot und Nachfrage. Ich habe mich 2007, vor 11 Jahren, auf Facebook angemeldet. Damals war so gut wie niemand auf Facebook unterwegs. Stück für Stück haben sich immer mehr Leute angemeldet. Und je mehr Leute sich angemeldet haben und je mehr Attention dort war und je mehr Facebook der heißeste Scheiß war, dann so 2009, 2010, desto mehr sind natürlich auch die findigen Marketer dahin und haben gesagt, oh, das sind ganz viele Leute und die sind mit ganz viel Aufmerksamkeit unterwegs und die chillen den ganzen Tag auf Facebook. Vielleicht kann ich ja da auch meine Message hinaustragen in die Welt und kann meine Produkte anbieten. Und dann Stück für Stück hat sich jeder auf Facebook angemeldet. Und jetzt ist sogar Oma Elise auf Facebook. Und deswegen sagen natürlich die jungen Kids so, oh, Facebook ist uncool erstens. Ich sehe den ganzen Tag irgendwelche Werbebotschaften und jetzt ist auch noch die Oma dort und will mir eigentlich eine Nachricht schreiben und kommentiert das aus Versehen unter meinem Bild und das ist ganz peinlich und meine Freunde sagen, ah, guck mal lustig, deine Oma. Und dementsprechend war auf Facebook sehr, sehr viel Nachfrage. Dann wurde Angebot kreiert. Es wurde immer mehr Angebot kreiert, immer mehr. Die Nachfrage sank und das Angebot stieg. Und jetzt mittlerweile ist auf Facebook, gibt es mehr Angebote als Nachfrage. Und dementsprechend ist das jetzt für uns als Marketer natürlich weniger interessant, weil die Leute nicht mehr mit der gleichen Attention dort unterwegs sind. Und dann geht es darum, aufs nächste Pferd zu setzen. Denn die Marketingwelt funktioniert nämlich nicht so, dass wir einmal etwas ausgefegelt haben, einmal das Konzept, den Marketingplan für unser Business stehen haben und es dann für immer funktioniert. So funktioniert das leider nicht, sondern es ist einfach immer im Wandel. Und es ist sogar tendenziell in der heutigen Zeit viel schneller im Wandel als früher. Früher haben wir wahrscheinlich 30 Jahre lang die gleichen Radiospots gebucht und das hat immer funktioniert. Und heutzutage, ihr seht das, vor 11 Jahren Facebook mega geil und jetzt mittlerweile viele so, oh, Facebook ist gar nicht mehr so cool, dann sind alle auf Instagram oder auf Snapchat oder auf Pinterest oder jetzt wird ganz viel Podcast gehört und jetzt kommt eben genau dieses Ding ins Spiel, weil es mittlerweile für die Eulen unter uns ein paar Zahlen 5 Millionen verkaufte Geräte von Amazon im vierten Quartal 2017, das ist weltweit. 15,4% der Amerikaner besitzen schon so ein Gerät. Das bedeutet, knapp jeder siebte hat so ein Ding in seinem Haus. Dadurch, dass ja tendenziell auch mehr Leute in einem Haus wohnen, ist sogar die Quote an Haushalten, die so eins haben, noch viel, viel höher. Was für mich schon mal extrem krass ist. Und tendenziell die Entwicklung, die wir in Amerika sehen, wird dann mit ein paar Jahren Verzug auch immer in Deutschland passieren. In Deutschland sind es aktuell 5,9% der Menschen, die so ein Gerät bei sich zu Hause stehen haben. Amazon Echo 62% des gesamten Smart-Speaker-Marktes, kriegen da aktuell einiges an Konkurrenz durch Google. Aber letztendlich geht es auch gar nicht um das Gerät. Wir können dann unseren Content können wir auf Amazon machen, können wir auf Google machen. Darum geht es jetzt erstmal gar nicht. Amazon ist aktuell das Zugpferd und daher fokussiere ich mich mal darauf. Und Stück für Stück geht das natürlich dann auch für die anderen smarten Lautsprecher. Tendenz stark steigend. Markteinführung in Deutschland war erst vor einem guten Jahr und seitdem hat sich da schon viel getan, wenn schon knapp 6% der Deutschen so ein Gerät haben nach einem guten Jahr und in Amerika das schon 15,4% sind, dann können wir daraus ableiten, dass das einfach viel, viel größer wird. Das bedeutet, die Nachfrage ist aktuell noch nicht ganz so riesig, aber wird immer, immer größer und es gibt kein Angebot. Ich konkurriere gerade, wenn ich dort Content mache, mit niemandem. Ich konkurriere mit den Tagesthemen und ich weiß aber, dass die Menschen, die ich erreichen will, tendenziell eh nicht so Bock haben, sich den ganzen Tag reinzuziehen. Wo ist wieder Krieg? Was ist wieder schiefgelaufen? Welcher Politiker hat sich wieder gezofft mit dem anderen?
Das heißt, ich konkurriere gerade mit niemandem, der geilen Content macht. Dazu kommt noch das, und ich denke mal, das wird Amazon auf jeden Fall über Zeit gesehen ändern. Ich aktuell, wenn ich in einem deutschen Amazon-Store bin, mit einem deutschen Konto, kann ich nur deutsche Inhalte abonnieren und keine englischsprachigen. Das heißt, ich habe nicht mal die Möglichkeit, mir Gary Vee und die ganzen Amerikaner, wie sie alle heißen, die da die First Mover sind, mir reinzuziehen. Auf der einen Seite natürlich blöd, weil ich gerne verfolgen würde, was die machen. Auf der anderen Seite für uns natürlich gut, weil wir noch weniger Konkurrenz haben, weil es eigentlich wirklich niemanden gibt, der dort Content macht, aber die Attention schon recht hoch ist. Viele Leute wissen noch gar nicht, was sie mit dem Ding machen können, dass sie sich da auch wirklich Content ziehen können. Ich habe gestern einen Insta-Live gemacht und habe da mal so ein bisschen gefragt. Und alle, die es schon haben, die meisten machen damit ihr Licht an und aus, lassen sich das Wetter ansagen oder Rezepte, wenn sie in der Küche am Kochen sind oder so. Aber dass man damit wirklich sich hochwertigen Content ziehen lassen kann, auf eine tägliche Basis, das wissen die meisten noch nicht. Und das wird Stück für Stück einfach educated werden und die Leute werden immer mehr Bescheid wissen. Und ich trage da natürlich einen Teil dazu bei. Was ich damit sagen will, die Quintessenz ist ganz einfach. Das Ding wird über Zeit gesehen, stellvertretend für die anderen Smart Speaker, in jedem Haushalt stehen. Und jeder Mensch hat die Möglichkeit, sich morgens ohne einen Klick, ohne einen Touch, direkt den gewünschten Content geben zu lassen, den er will. Ich wache zum Beispiel morgens auf und habe dann die Möglichkeit, mir von Laura Seiler direkt eine Meditation zu geben. Und mach die direkt im Bett, ohne vorher auch nur im Prinzip die Augen aufgemacht und nach dem Smartphone gegriffen zu haben. Und das direkt auch noch auf dem Lautsprecher. Oder jemand kann ein Workout einsprechen und ich kann das quasi direkt machen. Oder ich kann eine Morgenmotivation machen oder einen kleinen Hack, mit dem ich richtig effektiv in meinen Tag starte und mein Business weiter rocken kann. Das sind quasi Möglichkeiten, die wir haben und die noch viel näher an unserer Zielgruppe dran sind, als hier in der App, wo wir mit 753 Leuten konkurrieren, denen sie ebenfalls auf Instagram folgen. Das bedeutet, das fundamentale Marketingprinzip, hier, Facebook, Instagram, alles schon sehr, sehr crowded. Es gibt eine Menge Nachfrage, aber es gibt auch eine Menge Angebot. Und hier, ein bisschen weniger Nachfrage, aber gar kein Angebot. Und das ist für mich was, wo ich sage, da muss ich direkt reinjumpen, weil ich weiß, in einem Jahr, in zwei wird das Ding richtig groß sein. Und da fange ich jetzt an, lerne, baue schon Stück für Stück die Connections auf und bin dadurch dann einer der Ersten. Das ist wie die Leute, die direkt, wann sind sie gestartet, 2011, 12 oder sowas, sich einen Instagram-Account angemacht haben und seitdem kontinuierlich posten und jetzt ganz klar natürlich 500.000 Subscriber haben, weil sie einfach schon seit 6 Jahren unterwegs sind, weil sie schon von Beginn an gelernt haben, schon von Beginn an Content produziert haben. Und deswegen gehen wir jetzt hier rein. Gary Vee sagt, das ist obendrauf auf quasi dieses Fundament von Amazon Alexa in 10, 15 Jahren Unternehmen geben wird, die 100 Milliarden Dollar wert sind, die quasi einfach nur einen Skill... Entschuldigung, das weiß ich leider nicht. Okay. die einfach nur einen Skill entwickelt haben, quasi wie eine App hier. Instagram ist auch nur eine App auf unserem Smartphone. Das ist kein physisches Unternehmen, das irgendwas herstellt. Und das ist so viel wert. Und genau das wird hier auch kommen. Er bezeichnet wirklich diesen Gold Rush, als das erste iPhone rausgekommen ist und alle die neueste App programmieren wollten, genau mit der aktuellen Situation. Jetzt ist Amazon Alexa da und jeder kann einen Skill einfach einreichen. Und das ist heftig. Und klar, natürlich, es kann auch nicht so kommen. Aber ich bin bei so neuen Innovationen immer in der Denke, okay, ich frage mich nicht, was ist, wenn ich reingehe und es wird nicht krass und ich dann meine Zeit gewastet habe, sondern ich frage mich, was ist, wenn ich nicht reingehe und es wird krass. Dann beiße ich mir hinten raus richtig in den Arsch. Ich habe auch überlegt, okay, es ist gerade busy, ich könnte auch erst im Januar anfangen. Aber ich weiß, in dem halben Jahr bis Januar habe ich die Möglichkeit, schon richtig viel Mehrwert zu liefern, richtig viel aufzubauen, richtig viel zu lernen. Das bedeutet, ich muss das jetzt machen und ich kann nicht länger warten. Und deswegen habe ich natürlich einen eigenen Skill entwickelt und der nennt sich Daily Awesomeness. Ich habe den gerade eingereicht, das ist auch super easy, ist komplett kostenlos bei Amazon, dauert ein paar Minuten, geben dann Namen, Beschreibung und so weiter ein und dann können wir den einfach einreichen. Und dann müssen die den genehmigen. Wie gesagt, dauert ein paar Tage. Ich denke mal, das wird, wenn das Video online geht, ist das auf jeden Fall da. Aktuell Stand warte ich noch, aber wir releasen das Video natürlich, wenn das da ist, weil dann können wir es direkt unten auch drin verlinken. Und dann habt ihr die Möglichkeit, wenn ihr so ein Gerät habt, ein Amazon Echo Dot, Amazon Echo Normal, Amazon Echo Spot oder Amazon Echo, wie ist das letzte? Show, glaube ich, das mit Video. Gibt 4 verschiedene. Es gibt so einen kleinen Knopf, der kostet 40 Euro. Gibt den, der kostet 130 mit Bildschirm. Dann gibt es noch den ganz großen mit Bildschirm, der kostet 200 irgendwas. Also es gibt verschiedene Varianten. Für jeden, der so ein Gerät zu Hause hat, habt ihr die Möglichkeit, jeden Morgen mit mir in euren Tag zu starten.
Mit einer kurzen Voice-Message von mir knacke ich 1, 2, 3 Minuten entweder einen inspirierenden Impuls oder wirklich einen strategischen kleinen Hack, den ihr mit einem neuen Business nehmen könnt. Und das sind für mich auf einer täglichen Basis die beiden Dinge, die am wichtigsten sind, wenn wir in unserem Business Gas geben wollen. Erstens Energie. Ihr kennt mich, wir starten direkt mit einer geilen Energie rein, ihr werdet direkt mitgerissen. Und zweitens kleine Veränderungen im Alltag, die sich dann Stück für Stück aufsummieren. Von daher ist das der beste Part eurer Morgenroutine, den ihr euch nur gönnen könnt. Und das wirklich mit wenigen Minuten und mit einfach nur einem kurzen Alexa, gib mir mein Flash-Briefing. Hier ist deine tägliche Zusammenfassung. Alexa, stopp. Man kann übrigens auch den Namen ändern. Vielleicht nenne ich es in Awesome Alexa um. Mal gucken, ich weiß noch nicht genau. So, habe ich noch was vergessen? Ich werde das jetzt testen. Das bedeutet, wenn ihr so ein Gerät habt, geht auf jeden Fall in eure Alexa-App, aktiviert meinen Skill, nennt sich Daily Awesomeness. Ich schreibe auch unten in die Videobeschreibung bzw. in die Shownotes noch was dazu rein. Ganz easy zu finden, das ist gar kein Problem. Und dann werde ich das jetzt mal testen auf einer täglichen Basis. Ich werde euch jeden Tag hier geilen Content delivern und werde das mal ein bisschen ausprobieren und mache dann natürlich, wenn ich den ersten Test abgeschlossen habe, auch noch ein Video dazu und gebe euch mal einen Einblick. Ist das wirklich so krass, wie alle sagen? Wie funktioniert das? Was sind die Hacks? Wie kann ich ebenfalls damit anfangen? Das heißt, für euch jetzt, wenn ihr sagt, das ist generell spannend, folgt mir, guckt mal, wie ich das mache, wartet auf das nächste Update-Video, das wird in Kürze kommen und dann gebe ich auf jeden Fall die ersten taktischen Dinge, was macht Sinn, wie ich baue ich das Ganze auf und so weiter. Und dann startet ihr vielleicht ebenfalls rein und werdet ebenfalls einer der First Mover. Mal gucken. Ich will jetzt hier gar nicht allzu hart Werbung dafür machen. Ich habe da nichts von Amazon für bekommen. Ich fahre einfach das Produkt selber. Wenn ihr Bock habt, euch so ein Gerät zu kaufen, packe ich euch das natürlich auch unten rein. Den Link dazu, wie gesagt, die gibt es schon ab 40 Euro. Super, super sparsam. Und dann habt ihr die Möglichkeit, darauf zuzugreifen. Und ja, diese smarten Lautsprecher, das wird einfach die Zukunft sein. Einen herkömmlichen Lautsprecher, der einfach nur Musik abspielt, das wird es bald gar nicht mehr geben. Freunde, in diesem Sinne, ich bin extrem excited auf die Zukunft. Die ganzen letzten Tage bin ich hier wie so ein Duracell-Häschen unterwegs und ziehe mir alles an Content rein, was es irgendwie gibt und folge allen, die da schon irgendwie unterwegs sind. Und ich habe das Gefühl, das ist der Start von was richtig, richtig, richtig Großem. Weitere Infos folgen in Kürze. Danke, dass ihr dabei wart. Und jetzt viel Spaß ins Eintauchen der Welt von Alexa. Let's go.